Nennt mich ruhig einen Freak, aber ich freue mich deutlich weniger über die Anschaffung meiner PlayStation 4 Pro als über die Ankunft des NES Classic Mini. Das schnucklige Ding ist gerade mal so groß wie meine Hand, aber es verursacht riesige Nostalgieanfälle. Nur im Laden nachschauen lohnt sich zurzeit nicht. Nintendo war mal wieder nicht schlau genug, ausreichend Exemplare zu produzieren. Das NES Classic Mini ist restlos ausverkauft und geht in Restbeständen bei eBay für über 500 Euro über den Ladentisch. Abgefahren! Nur nicht verzagen! Nachschub soll schon nächstes Jahr kommen. Und für Retro-Gamer lohnt sich das Warten auf jeden Fall, auch wenn das Konzept nicht ganz fehlerfrei ist. Während man nämlich in die Originalkonsole einfach neue Spiele reinschieben konnte, muss man sich bei der Mini-Version mit 30 vorinstallierten Titeln zufrieden geben. Naja, über die Auswahl kann man wahrlich nicht meckern. Abgesehen von Balloon Fight und ein paar schwächeren Klassikern der Marke Donkey Kong Jr. gehört hier alles zum Top-Aufgebot. Kein Wunder also, dass ich viele dieser Spiele schon in der letzten Retropolis-Staffel ausführlich besprochen hatte. Zum Beispiel Ice Climber, Mega Man 2, Super Mario, Zelda, Punch-Out und einige mehr. Na gut, ein paar Ausnahmen gibt es da schon. Action-Adventure-Fans sollten sich zum Beispiel unbedingt Star Tropics ansehen. In den 90ern war das unser Lückenfüller in der Wartezeit bis zum dritten Zelda auf dem Super Nintendo. Und obwohl ich die Knutschkugel Kirby auf den Tod nicht leiden kann, muss ich eingestehen, dass Kirby's Adventure einer der grafisch schönsten und abwechslungsreichen Titel der Sammlung darstellt. Wer sich dagegen mal wieder so richtig aufs Knie hauen will, der spielt das bockschwere Ninja Gaiden. Passt nur auf, dass ihr den Controller nicht vor Frust aus dem Fenster werft. Dessen Kabel ist nämlich derart kurz, dass die kleine Konsole glatt hinterherfliegt. Eigentlich schade, dass man nicht einfach einen alten Controller anstöpseln kann. Abseits des Anschlusses sind die nämlich baugleich. Was mich zu einer der kleineren Schwächen dieser kleinen Kiste bringt. Wer kam in drei Teufelsnamen auf die Schnapsidee, den Wechsel der Spiele über den Reset-Knopf zu veranlassen? Exakt 20 Jahre nach dem Tod des Sega Master System mitsamt seinem vermaledeiten Pauseknopf liefert ausgerechnet Nintendo eine Konsole, die einen zwingt, von der Couch aufzustehen. Oh Mann, ey. Naja, angesichts des kurzen Joypad-Kabels muss man die Kiste sowieso immer in der Nähe haben. Da lohnt sich wahrscheinlich eher eine extra lange HDMI-Strippe. Apropos HDMI. Das NES Classic Mini ist selbstverständlich keine verkleinerte Version der Originalkonsole, sondern ein Minicomputer mit ähnlichen Komponenten an Bord wie beim Raspberry Pi. Mit seinem Android-kompatiblen 4-Kern-Prozessor und 2 GB Arbeitsspeicher ist das Ding für seine Zwecke völlig overpowered. Aber was soll's, dafür wird das Bild in 60 Hertz bei knackscharfen 720p in Breitbild ausgeworfen. Natürlich mit schwarzen Rändern ohne Verzerrung in der Breite. Die Emulation der alten Spieleschinken läuft jedenfalls hervorragend und begeistert mit Kleinigkeiten, die selbst Nintendos Virtual Console das fürchten lehren. Zum Beispiel eine absolut saubere Farbpalette und die Nachstellung allerhand kleiner 8-Bit-Schwächen, wie zum Beispiel Sprite-Flackern. Nur eins ist seltsam. Beabsichtigtes Flackern, wie zum Beispiel bei Mega Man im Auswahlbildschirm zu sehen, wird unterdrückt. Wer weiß warum. Das ist übrigens nicht die einzige Änderung an den Spielen. In Super Mario Bros. Funktioniert zum Beispiel der 100-Leben-Trick wieder. Der war in der europäischen Version damals deaktiviert worden. Auch habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich sah, dass das Passwortsystem von Castlevania 2 komplett umgekrempelt wurde. So ganz ohne unkenntliche Symbole und schwer entzifferbare kleine Buchstaben. Ha! Konami, ich bin ja richtig enttäuscht. Was allerdings heißt, dass man keines der alten Passwörter mehr verwenden kann. Am Ende völlig wurscht. Die 4 Spielstände, die man zu jeder beliebigen Zeit bei jedem Spiel anlegen kann, sind sowieso viel praktischer. Überhaupt gibt es spielintern kaum Grund zum Meckern. Ihr könnt euch sogar aussuchen, wie das Bild aufbereitet wurde. Entweder im Original-Pixel-Verhältnis, wodurch das Bild allerdings etwas gestaucht wirkt, oder auf 4:3 gestreckt, mit dem Nachteil einer unregelmäßigen Pixelwiederholung. Option Nummer 3 stellt die Unschärfe und das Flimmern eines alten Röhrenfernsehers nach. Dadurch stimmt das Pixel-Verhältnis wieder,
Nur hat man mir nach ein paar Stunden das Gefühl, man müsste zum Augenarzt. Geil. Der absolute Retro-Flash. Wenn Nintendo jetzt noch liefern könnte, wäre das NES Classic der Hit von einem Weihnachtsgeschenk gewesen. Zumal es mit seinen läppischen 70 Euro Verkaufspreis zum schnell mal Einpacken verführt. Chance vertan, liebe Leute von Nintendo. Da heißt es abwarten und Glühwein schlürfen.